So, hallo alle zusammen. Heute gibt es mal die Top 4 Liste der Lego Ninjago Sets zur Staffel 14. Ihr konntet ja im Community Tab abstimmen, welches dieser 4 Sets euch am besten davon gefallen hat. Und das Ergebnis, das werden wir uns heute mal anschauen. Also ich zeige euch kurz jedes Ergebnis zu jedem einzelnen Set. Und dann zeige ich euch das Set halt kurz und sage noch ein paar Informationen dazu. Das wird aber natürlich kein ausführliches Review, weil zu jedem Set habe ich ja schon ein ausführliches Video gemacht. Die Playlist zu dieser Staffel kann ich euch dann mal oben in der Info Karte verlinken, aber auch noch mal am Ende vom Video. Also wenn ihr noch weitere Informationen zu den einzelnen Sets haben möchtet, könnt ihr da gerne dann auch noch vorbeischauen. Bei der Abstimmung haben dieses Mal über 2000 Leute mitgemacht. Das ist wieder richtig cool. Es ist eigentlich schade, dass man diese Abstimmungen nicht mehr direkt in den Videos machen kann. Das hat YouTube ja leider vor kurzem dann entfernt, diese Option. Aber ich werde jetzt mal schauen, dass ich in der nächsten Zeit vielleicht im Community Tab wieder ein paar mehr Abstimmungen schalte. Es ist eigentlich immer ganz cool zu sehen, was da für Ergebnisse rauskommen. Falls ihr in Zukunft bei den Abstimmungen mitmachen wollt, dann könnt ihr den Kanal natürlich jetzt schon mal kostenlos abonnieren und aktiviert dann am besten auch noch gleich die Glocke, weil dann bekommt ihr mal eine Benachrichtigung, wenn eine neue Abstimmung kommt oder irgendwas anderes im Community-Tab gepostet wurde oder natürlich auch, wenn ein neues Video kommt. So, jetzt schauen wir uns aber mal das Ergebnis der Abstimmung an. Und da schauen wir uns jetzt erstmal den vierten Platz an. Das ist die Nummer 71745, Lloyds Dschungelbike. Dieses Set hat 9% der Stimmen bekommen. Und dieses Set ist auch gleichzeitig das kleinste Set aus der neuen Welle. Das Set besteht nämlich aus 183 Teilen und beinhaltet 3 Minifiguren. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei knapp 20 Euro, aber im Angebot gibt es es auch schon günstiger, also da kann man schon so für um die 15 Euro bekommen. Und hier sehen wir dann mal das aufgebaute Set von Lloyds Dschungelbike. Solche Bikes kennt man ja auch schon aus anderen Ninjago Staffeln. Hier bekommt man dann eben eins von Lloyd, auch in den Farben natürlich dann von Lloyd in Grün, Gold und Schwarz. Die Optik finde ich richtig gelungen, die sieht ziemlich cool aus. Das Segel oben, das ist übrigens aus Stoff. Zudem hat es halt große Gummireifen, also hinten ist es ein bisschen größer als vorne. Und zudem sieht man halt auch schon die herausstehenden 9 Felgen auch hier in Gold. Zudem hat das Bike dann eine funktionierende Federung, das sieht man hier mal, den Überrollbügel hier vorne kann man halt hochklappen, dann ist da Platz für Lloyd und hinten hat man noch einen abnehmbaren Flieger, das ist dann die Hauptfunktion von dem Set. Der wird hier hinten einfach von 4 Studs gehalten und dann hat man zum einen mal das Bike und zum anderen eben hier noch den Flieger. Und hier sehen wir dann noch die Minifiguren, die in dem Set dabei sind. Das ist einmal der Lloyd, dann noch die Nia in der Mitte und rechts haben wir einen der Inselbewohner, der Hüter des Grollens. Bei den Minifiguren ist die Nia exklusiv, die gibt es also nur in diesem Set und zudem bekommt man hier eben Lloyd mit dem Sturmamulett hier in der Hand. Dieses Sturmamulett gibt es aber auch in jedem Set, das ist in jedem Set jeweils einmal mit dabei. Aber wie gesagt, die Nia, die ist eben exklusiv in diesem Set. Gut, und das war dann mal der Platz 4, die 71745 Lloyds Dschungelbike. Okay, weiter geht's dann mit Platz Nummer 3, den belegt die Nummer 71748, das Duell der Katamarane mit 12% der Stimmen. Das Set ist dann auch gleichzeitig das größte Set aus der Welle mit 780 Teilen, 6 Minifiguren sind mit dabei und auch der Preis ist der höchste mit knapp 70 Euro, aber auch dieses Set gibt schon im Angebot für um die 50 bis 55 Euro. So, und hier haben wir dann mal das Set mit den beiden Katamaranen. Der rote Katamaran von Kai hat eine Länge von ca. 20 cm, dazu noch eine Breite von 12 cm und eine Höhe von ungefähr 16 cm. Und der große Katamaran von den Hütern, der hat eine Länge von 31 cm, eine Höhe von 21 cm und noch eine Breite von 24 cm. Kais Katamaran hat dann noch eine Funktion, um das Modell ein bisschen zu verbreitern. Wir können nämlich hier hinten diesen Hebel nach unten drücken, also diesen Heckspoiler. Dann fahren diese Teile hier nach außen und der Katamaran hat dann noch eine bessere Lage im Wasser. Zudem können wir das Segel noch ein bisschen verstellen, das können wir nach vorne und nach hinten bringen. Das Segel ist auch hier wieder aus Stoff und an den Seiten haben wir dann noch Spring-Loaded Shooter, einmal auf der Seite und hier drüben. Auch bei dem großen Katamaran der Hüter gibt es noch einige Funktionen. Wir können zum Beispiel hier vorne diese Klingen ausfahren, dafür gibt es hier hinten diesen Hebel, den drückt man einfach nach vorne.
und dann fahren vorne eben die Klingen aus. Zudem ist hier das Segel dann auch wieder aus Stoff und beweglich. Und auch hier wurden Spring-Loaded Shooter verbaut, die sehen wir einmal hier, auch wieder auf beiden Seiten. Und die Hauptfunktion ist dann noch das Abtrennen dieser äußeren Boote hier. Die kann man einfach nach außen abziehen. Dann hat man also die beiden Beiboote und den Hauptkatamaran, das Hauptboot in der Mitte. Hier kann man dann auch noch die Flügel so nach außen klappen. In diesem Set sind dann auch die meisten Minifiguren dabei, nämlich 6 Stück. Die sehen wir hier mal. Wir bekommen 3 Ninja mit Jay, Kai und Zane und noch 3 Inselbewohner mit Häuptling Mamatus, der Hüter des Donners mit der Maske und der Hüter des Grollens. Diese Figur war ja auch schon in dem kleinsten Set mit dabei, in Lloyds Dschungelbike. Also hier ist keine exklusive Figur dabei. Alle diese Figuren bekommt man auch noch in anderen Sets. Hier ist ebenfalls wieder das Sturmamulett dabei. Das habe ich mal Häuptling Mamatus in die Hand gegeben. Das war also mal Platz Nummer 3, die Nummer 71748, das Duell der Katamarane. So, und damit kommen wir jetzt zu Platz Nummer 2. Das ist die Nummer 71746, der Dschungeldrache. Und ihr seht schon das Ergebnis, das war sehr, sehr knapp. Der Dschungeldrache hat 13% bekommen und das Duell der Katamarane, das hatte ja 12%. Also zwischen Platz 2 und Platz 3 war es wirklich sehr, sehr knapp. Das Set besteht dann aus 506 Teilen, beinhaltet 4 Minifiguren, kostet normalerweise knapp 40 Euro, aber im Angebot gibt es das schon so für um die 25 Euro. So, und hier haben wir dann mal das aufgebaute Set mit dem tollen Drachen. Dazu gibt es noch so ein kleines Surfbrett für den Zane und eben die 4 Minifiguren. Aber der Drache ist natürlich das Highlight in dem Set. Ich finde ihn sehr, sehr gelungen. Optisch sieht er auch toll aus und er bietet auch noch einige Funktionen. Er hat zum Beispiel wieder einen peitschenden Schwanz bekommen. Dazu natürlich bewegliche Beine und Füße und auch wieder bewegliche Flügel. Die sind ja an Kugelgelenken befestigt, also die kann man auch zu den Seiten bewegen, wie man eben möchte. Der Kopf hier vorne ist natürlich auch beweglich. Ich finde, der ist super bedruckt worden und hier vorne hängt halt auch so ein bisschen die Zunge raus, wie man es dann halt aus der Serie kennt. Sehr schön auf jeden Fall. Hier oben ist dann noch ein Platz für Lloyd, den kann man auch ganz leicht abnehmen. Dann sieht das Ganze so aus. Also optisch finde ich den Drachen richtig gelungen. Neben dem Drachen haben wir dann, wie gesagt, hier noch so ein kleines Surfbrett für den Zane. Das sieht eigentlich auch ganz schön aus, in Weiß und Gold, mit so einem blauen Segel hier und einem bedruckten Teil. Hier oben haben wir noch einen Drachenkopf und an den Seiten haben wir noch Stud-Shooter. Und hier haben wir dann noch die 4 Minifiguren, die in dem Set mit dabei sind. Bei den Ninja haben wir einmal den Lloyd und den Zane. Und bei den Inselbewohnern da haben wir einmal Polerik und den Hüter des Donners. Hier haben wir dann auch wieder eine exklusive Figur, das ist nämlich Polerik. Ihn gibt es also nur in diesem Set. Die anderen 3 Figuren, die gibt es dann auch noch in den anderen Sets. Die Figuren zeige ich euch auch mal kurz von allen Seiten. Gut, und das war also mal der Platz Nummer 2, die Nummer 71746, der Dschungeldrache. Und jetzt bleibt ja nur noch ein Set übrig. Das ist nämlich unser Platz 1, die Nummer 71747, das Dorf der Wächter. Und das hat auch mit großem Abstand gewonnen, also 66% haben für dieses Set abgestimmt. Das Set ist dann das zweitgrößte Set aus der Welle mit 632 Teilen. 5 Minifiguren sind mit dabei und die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei knapp 50 Euro. Aber auch dieses Set gibt es halt schon im freien Verkauf. Da bekommt man es so für um die 40 Euro. Und bei dem Set muss ich sagen, das ist auch mein Lieblingsset aus der Welle. Wir bekommen halt so eine tropische Insel mit einem Teil von dem Dorf der Wächter. Das sieht nicht nur optisch toll aus, sondern es bietet halt auch noch jede Menge Spielfunktionen. Und wir bekommen halt neben der Insel noch die 5 Minifiguren und noch die 3 Steingolems. Die sind halt auch dann bloß in diesem Set mit dabei. Die Steingolems haben dann hier oben ihren Platz, die kann man dann auch ganz leicht hier runternehmen, die werden von so einem Technikpin gehalten. Die sehen halt so aus und man kann sie auch einzeln auseinandernehmen.
Dann hat man drei einzelne Figuren eben auch noch zum Spielen. Auf den Steingolem sieht man hier oben dann auch nochmal das Steinamulett. Also die gibt es halt auch bloß in diesem Set. Neben den Steingolems haben wir hier dann einmal den Thron von Häuptling Mamatus. Hier links haben wir noch so einen Drachenkopf in Fels gehauen. Sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Das Maul kann man dann auch öffnen. Dann hat man schon mal einen kleinen Einblick in das Gefängnis, das sich dahinter verbirgt. Hier ist dann noch so ein kleiner Durchgang. Da hinten ist auch schon ein Topf. Da wird irgendwas zubereitet. Und hier auf der anderen Seite hat man auch noch jede Menge versteckter Fallen. Wenn man zum Beispiel hier drauf tritt, dann geht dieses Blatt eben zur Seite. Und hier hinten hat man dann noch einen Shooter. Zudem ist auch noch diese Palme hier oder diese Ranke eine Falle, also die wird hier unten befestigt. Wenn dann eine Figur da drauf tritt, dann schnellt sie eben nach oben und dann hängt die Figur hier fest. Und man hat halt auch noch die Möglichkeit, das Modell ein bisschen aufzuklappen, um da drin leichter spielen zu können. Hier sieht man zum Beispiel auch nochmal das Gefängnis, hier eben den Durchgang und rechts die ganzen Fallen. Und hier haben wir dann noch die 5 Minifiguren, die in dem Set mit dabei sind. Und auch hier bekommen wir eine exklusive Figur. Das ist nämlich Cole. Den gibt es nur in diesem einen Set. Zudem bekommen wir halt noch den Jay und den Kai. Und auf den Seiten der Inselbewohner haben wir einmal Häuptling Mamatus und noch den Hüter des Donners. Das sind also mal die 5 Minifiguren, die in dem Set mit dabei sind. Gut, und das war dann mal die Top 4 Liste zu den Lego Ninjago Sets zur Staffel 14, Geheimnis der Tiefe oder eben The Island. Schreibt mir gerne mal eure Top 4 Liste unten in die Kommentare oder vielleicht sieht sie ja genauso aus wie die Top Liste jetzt eben gerade in dem Video. Die wurde ja auch quasi auch von euch erstellt durch eure Abstimmungen. Vielen Dank nochmal an alle, die damit abgestimmt haben. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ciao.